was geht ab, Freunde? Mein Name ist JGG. Ich bin hier mit Kollege der Nummer 1 und Aschkobar, dem Boss. Und wir machen hier ein kleines Special. Wir haben den Gigi eingeladen. Der ist jetzt bei uns Backstage in Offenbach. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist für mich eine der größten Ehren, die ich in der letzten Zeit erwiesen bekommen habe. Bester Mann, also wir freuen uns genauso, dass du gekommen bist. Digga, schön auch dich zu sehen. Mega nice, bei euch hier eine Runde zu talken. Wir haben gerade schon angefangen, ein bisschen hier zu schnacken und dachten uns so, ey, lass das mal aufzeichnen, so, ne? Ja, also, Mann, wir haben direkt schon über die alten Zeiten so ein bisschen philosophiert. RBA. Ja, genau. Ich habe eben erzählt, wie ich den Gigi das erste Mal gesehen habe. Das war, glaube ich, vor einem Jahr. Ich war gerade am Trainieren. Ich gucke mich immer so durch YouTube, wenn ich am Trainieren bin. Und irgendwie wurde es mir angezeigt. Und er hat reagiert auf irgendwas Altes von mir. Ich weiß nicht mehr, ob es Zuhälter Tape 1 war oder RBA-Zeiten oder sowas. Auf jeden Fall, ich habe es gefeiert, weil der Mann einfach... Das ist selten, wenn du als Künstler das Gefühl hast, der Hörer peilt genauso, wie es gemeint ist. Das fand ich Bombe. Und seitdem... Und das Gefühl hattest du bei mir, oder was? Du hast gesehen, ey, der peilt die Vergleiche, der peilt die Reime, der checkt das alles so. Ich habe mir tatsächlich jetzt in der Tourpause mal so alle letzten Reactions, die du so gemacht hast, reingezogen, weil ich gebe mir ja nicht diese 50.000 Videos jeden Release Friday. Alter, ich glaube es nicht. Was da alles so rauskommt, ich gebe mir das ja gar nicht, aber dann gucke ich mir lieber so eine Reaction an vom Gigi, wie der das einfach auseinanderpuzzelt und es trifft halt meistens genau meine Meinung. Alter, ja, einfach nur, es fühlt sich wirklich so an, wie so ein kleines Live-Goal. Ich meine, RBA, hast du gesehen, habe ich drauf reacted, ich verfolge dich halt wirklich seitdem so, ne? Seitdem, diese RBA-Battles an Zuhälter Tape 1, ich habe immer gedacht so, wie geht das so? Wie kann eine Person, ein Mensch, so lyrisch überzeugen halt mit seinem Stuff, den er macht, ne? Alter, du bist auch nicht mal schlecht, ne? Vielen Dank, du kannst gerne, die Überleitung war gut, weil gerade hast du auch ein bisschen was erzählt, dass du dir auch Tracks von mir reingezogen hast und das ist natürlich für mich auch eine absolute Ehre. Ja, safe. Also, habe ich mir reingezogen, ich habe mir Sif, der erste, den ich mir reingezogen habe, war Sif Maul und Snitch. Mit Twizzy, Shoutouts an Twizzy. Und da hast du mich direkt gehabt. Fandst du geil oder? Das hat Laune gemacht, Bro. Ich habe es gefeiert, dass du in Goldkette und Pelzmantel aufgetreten bist. Ah, da kriegt man den Boss. Wie der Überpimp. Und die Hook war auch nice. Weißt du, was ich bei dir feier? Grundsätzlich ist einfach, das ist der alte Hip-Hop so, den ich auch kenne. Das ist diese goldene Zeit. Und du machst das heutzutage noch. Das ist der Vibe von damals, den hast du heute noch in deiner Mucke. Und das macht halt kaum noch jemand. Und da wird der Boss zum Nostalgiker und gibt sich das mal auf den Sonntagnachmittag. Hey, I can't believe it, Alter. Ich komme ja auch voll wie ein Fanboy rüber hier. Von das mir, ist, ne? Doch okay. Ist doch voll okay. Nein, also, es ist ja wirklich so, es ist ja geil. Und ich habe mich dann auch ein bisschen mit deinem Kanal beschäftigt, auch so mit deiner Historie. Mhm. Du hast ja auch so ein Real Talk Video gemacht, über deine Zeit, wo es dir mal nicht so gut ging. Ja. Und da habe ich mir gedacht, Alter, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe über die Videos, waren vielleicht 10, 12 Videos, hätte ich das niemals im Leben gedacht, dass du mal so eine Phase gehabt hast. Das denken viele. Das ist halt so, das ist, wirkt so paradox halt, weißt du? Weil die Leute sehen das. Fand ich es aber wiederum sehr respektabel, dass du dich aus der Scheiße wieder so rausgezogen hast, dass du auf YouTube gehst und man merkt es dir einfach null an. Du hast ja eine Leidenschaft dabei. Du redest wirklich frei von der Leber weg, von der Lunge auf die Zunge, wie der Mainzer sagt. Und da ist ja nichts von zu spüren. Also was ich mir da nur zusammenreiben kann, ist, der Mann ist stärker, als er selber denkt. Weil er hat sich selbst therapiert. Das ist gerade, deine Worte wiegen mehr als 8 Jahre Therapie, Alter. Ich versuche so ein bisschen dahinter zu gucken immer. Wenn ich jemanden interessant finde, dann gucke ich mir das auch an, was ist das so für ein Typ. Deswegen hat mich das interessiert. Und das fand ich sehr respektabel. Absolut krass. Also ich will da nicht immer nur absolut krass und sonst was sagen, aber das ist für mich wirklich, das ist eigentlich unbeschreiblich. Weil ich mir ausgemalt habe, so wie bist du, wenn ich dich treffe? Du hast mich eingeladen heute, so wie bist du, wenn ich dich treffe? Wie bist du drauf? Und du kamst einfach so unfassbar korrekt gerade auf mich zu und es ist so direkt so wie eine Chemie so da. Das ist einfach komplett krass. Ja, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich aber auch von YouTube schon kenne, das ist so, als kenne ich dich schon. Ich hab mir wirklich Sorgen gemacht, ich hab zum Kuchen vorher gesagt, so, was ist, hab ich auch gerade schon mal kurz so gesagt, wenn die mich ficken wollen, Alter, das kann doch nicht. Ich sag zu meiner Freundin, ey, Kollege schreibt mir gerade. Und die sagt, ey, ist das wirklich der Echte, der das verarscht ist und so. Ich sag, guck, das ist der doch hier, blauer Haken und so, ne, das ist der. Und dann, ich sag schon zu ihm, Alter, was ist, wenn die mich ficken wollen? Dann, warum sollen die mich ficken? Ich sag, ja, weil ich das schon manchmal in meinen Reactions so, ich will nicht sagen, gehatet habe, aber es ist schon so, dass ich mich manchmal schwer tue mit so dem neuen Stuff, weil was du auch schon so gerade sagst mit Nostalgie und alte Schule und so. Ja, ja. Ich bin halt,
ich bin halt auf dem alten Kollege. Ey, Kolle, warum rappst du nicht mehr so wie 2007? Genau. Bin ich hängen geblieben so. Weil mich das damals so krass gekickt hat, dass wirklich so, dass ich echt gedacht habe, und jetzt diese... Das ist ja auch geiler Scheiß gewesen, keine Frage. Ja, das ist absolut geiler Scheiß. Aber wie wird denn jetzt Alpha gehen? Ich sehe, die Box liegt da schon, ne? Ja, sicher, da liegt die Box. Man kann sie mal zeigen. Die kann man sehr gerne mal zeigen. Habe ich denn die Chance, dass ich da eine... Haben wir Boxen noch da? Wir kriegen nachher noch welche. Ja. Ob wir die rauskriegen, weiß ich nicht. Da kriegt er das Maul nicht voll hier, der Jiggy, gell? Jiggy kriegt auf jeden Fall eine mit. So, das ist die Alpha-Gene-Box. Möchtest du sie einmal öffnen? Aber sehr gerne. Die normale Prima. Das ist die Prämie, muss man dazu sagen. Der Deluxe sind noch zwei, drei Inhalte mehr. Liegt aber auch schon einiges hier. Hör mal. Das, ich finde, der schlechteste Unboxer, glaube ich. Muss das jetzt eigentlich halten, wie die Quali ist? Die Quali ist sehr gut. Und es riecht vor allem neu und frisch. Nice! Also es ist nice halt, es ist geil. Es ist doch nice gemacht. Ja, ich bitte dich, was für ein leuchtendes Rot ist das bitte hier schon? Da fällt mir ja die Kinnlade runter, hör mal. Da hat sich doch einer was bei gedacht, Jiggy. Guck mal hier auf dem Ärmelchen, hast du das Dobermann noch gesehen hier? Das Dobermännchen. Das Dobermännchen? Hier. Da ist es doch. Ist das nicht der neue Stiefvater von den Deutschrappern? Da brannt doch der Stiefvater der Deutschrapper auf dem 44er Bizeps, wenn du das anhast. Besser kann es doch nicht laufen. Und da hört es ja noch nicht auf. Hier, Freunde, haben wir... Mach mal weiter so. Hier, das ist, glaube ich, was für dich, Bruder. Das ist nämlich das erste Mal, dass ich sowas reinpacke. Früher, du erinnerst dich, in den Booklets hat man ab und zu, manche haben das gemacht, die Lyrics abgedruckt, zum Mitlesen. Ich fand das immer geil. Ich auch, mega. So Busta Rhymes Album geholt habe oder so, und dann die Double Times so mitlesen, weil manche Sachen verstehst du nicht. Und ich habe mir mal gedacht, machst du so ein Lyric-Buch, wo das schön prosaisch fast, optisch ansprechend alles abgetippt ist von mir höchstpersönlich. Die Texte zu den Songs. Kannst du da mal eine Zeile spoilern? So? Damit auch der letzte Hampelmann das endlich mal peilt. Was, na, Mensch, das ist ja aber auch wirklich einfach zu gütig. Soll ich mal eine Zeile spoilern? Würdest du jetzt sagen, ich meine, du hast so viel krasse Zeilen, so, ne? Gibt es auf dem neuen Alpha Gene eine, wo du sagst, Alter, die ist echt zu krass? Die sticht raus wie Haifischflossen. Wie Blättchen formen. Nee, also diesmal ist eigentlich nichts Spektakuläres dabei. Nee, ich sag mal so, es gibt einen Song, der heißt Odin. Da kann ich ein bisschen was spoilern. Das dürfte was für dich sein, mein Lieber. Also ich muss ja auch mega bei der... siehst du, wie ich über den Panther-Teppich gehe? Ey, der Panther ist noch am Leben. Hat nur Angst, sich zu bewegen. Da dachte ich auch, das ist so Teil, da kickst du mich mit, ey. Und da kannst du dich halt vor den Kamin setzen, schön vor die Familie am Weihnachtsabend und dann liest es mal der Oma vor. Die Winterzeit bricht an und ich witter deine Angst, denn ich klingel wie der Sturm an dem Trigger meiner Gun. Schwarzer Benz, laute Schreie, der Boss ist back in den Kiezblocks. Frauen kreischen, Kollege, der Mac Daddy wie Steve Jobs. Alpha-Gen in der DNA, aufrecht wie Raketenstarts, glorreich emporsteigend wie ein aus grauen Fetzen der Nebelschwaden aufschreckender Krähenschwarm, aus Baumästen an Regentagen, Still King, und ich lass es raushängen wie ein Säbelzahn. Sie wollen's nicht sehen, als ob sie keine Augäpfel im Schädel haben, weil's runterzieht wie Saugnäpfe von Meereskraken, Seepiraten. Ich war auch mal, wo sie stehen jetzt grad, doch geh heut mit nix als nem fucking Zahnstocher bewaffnet in Kanadas Laubwäldern auf Bärenjagd. Aggressiv wie die Labradore, Ballermies wie Kalaschnikows, Antisemit, Quatsch, kein Schrott, Boss aber zwei, Mazel Tov, Taktiere wie Mafia-Boss, Schachzüge wie Kasparov, Razzia-Cops, kriege ne Kugel in den Nacken wie der Atlas-Gott, 5 Anwälte, 2 Manager, goldenes Händchen, Jamie Lannister, kaufe mir Aktien beim Tennis und bin wie der Buckingham Palace Investment-Star. Wir brauchen ein bisschen. Dein Dad ruft wegen Stoff an. Ja. Der braucht ein bisschen. Und so weiter und so fort. So, Lyric-Buch. Richtig nice, da peilt ihr den ganzen Scheiß endlich mal. So, hier in einem wundervollen Ethan-Säckchen. Boah, hör mal. No homo. Da fällt mir ja die Kinnlade runter. Ich würde am liebsten das Farid Bang und dein Interview, was ihr mal gemacht habt, wo ihr auch irgendwas angepriesen habt von euch. Alter, aber das ist ja wirklich nice. Sag mal, dürfte ich die mal kurz... Das ist natürlich ein Highlight. Dürfte ich die mir mal kurz umhängen? Das ist was für Schmuckliebhaber, richtig. Ich hänge dir das Kätzchen doch mal um. Aber komm ich da mit meinen Silberketten, sag mal... Müsste ich mich eigentlich schämen, dass ich mit Silberketten vor dir sitze? Nee, der Boss hat selber mal Silberketten getragen. Heutzutage bilden ja schon die Leute aus seinen Silberketten Pilgerstätten. Noch, noch vor seinem Tode. Das ist zu krass, Alter. Das ist das Müsst ihr nicht immer lachen, wenn der sowas raushaut, oder? Ist das für euch mittlerweile normal, oder? Immer lachen, immer. Das ist jedes Mal aufs Neue. So, da ist es jetzt hier, guck auf die Goldkette angesagt. Hier ist ein Bluttropfen drin, das ist eine kleine Ampulle. Da drin befindet sich ein Tropfen Original Alpha-DNA, also tatsächlich vom Arzt abgenommen aus dieser Stelle hier, wo sich diese Anaconda-artige Bizeps mit der Beuge kreuzt und dann abgefüllt. Da überträgt sich natürlich die Boss-Aura instantly.
Und die dürfte ich mir jetzt mal quasi umhängen. Ja, hängen Sie dir doch mal um. Du darfst nicht regnen im Hintergrund. Wir hatten dir in den Kopf geschissen. Und Boss, was sagst du? Es ist ein Schmuckstück, was dir einmal frei steht. Meiner Meinung nach hat dich das jetzt optisch derart aufgewertet, dass ich jetzt schon fast starstruck bin, wenn ich hier so sitze. Ja, zu Recht. Ja. Nice. Also ich höre aber noch nicht auf, Jiggy. Ich merke, du bist sehr geflasht. Dir fehlen fast schon die Worte wie einem Kreuzworträtsel. Aber ich glaube dir kein Wort. Das Hauptalbum ist natürlich auch noch drin. Alpha Gene. Ja. Ach, du rappst auch? Ich rapp tatsächlich auch, ja. Ich bin hauptberuflich Verkäufer, aber nebenbei rapp ich auch. Ey, wie geil sieht das denn aus? Hier, der Dobermann, die Dobermann-Silhouette im Nebeldunst. Er schreitet aus Nebelbänken in verregnetem Gelände. Wenn die Show beginnt, ist es der entzückende Boss, halber Kanadier, wie Wayne Gretzky von Hüfte bis Kopf. Jetzt kommt eine übergeile Zeile. Und ich trage Kleidung von Armani und box dich weg, denn du bist ein halbes Hemd, so wie die Kleidung von St. Martin. Und deine Freunde rufen pausenlos aufhören. Doch ein Blick reicht und sie halten die Schnauze wie Maulkörbe. Richtig. So, Ghetto Glamour. Das ist auch eine Kette. Das ist die Bonus-EP, weil ich sag mal zwei, drei Sätze zum Album. So, ich habe da natürlich mitgekriegt, du warst auch ein bisschen im Hater-Modus, aber auch im Feier-Modus. Alpha Genetik hast du gefeiert, Valhalla hast du kaputt gehatet. Ich sag, hast du kaputt gehatet? Als hätte ich es komplett gehatet. Ja, hast du das wirklich gemacht? Ja. Ich habe gerade gehört, Asche, du bist da ein bisschen, weil er auch gerade, bevor die Kamera losging, ehrlich, hat er den Song von euch gehatet, hast du mich gefragt, gell? Ja. Habe ich den gehatet? Weißt du, ich selbst gleich nachgucken. Ehrlich gesagt, habe ich mir das gar nicht reingezogen. Ich muss dann gleich los. So, pass auf. Alpha-Gene ist wie so eine Entwicklung. Es fängt an mit ganz klassischem Alpha-Gene-Sound. Intro, Maybach-Emblem, der Boss ist back. Ist wirklich, wirklich so. Ist der Boss back? Das ist schon der nostalgische Boss, ja. Das ist er. Der entzückende Boss. Der entzückende Boss, okay, nice. Dann Valhalla geht's ein bisschen futuristischer in die Fratz. Genie wie die Validus ist wieder so ein nostalgischer Shit. Sacrileg ist ein bisschen was nach vorne geht, auf dem Chorbeat. Moist Skit ist à la Bonheur. Das ist ein Skit, wo ich mich bis heute... Mois. In Klammern Skit. Hat nichts mit Alim zu tun. Shoutouts an Alim. Das ist tatsächlich der Mois Skit, der noch gefehlt hat in meiner Diskografie. Also da lachst du dich kaputt. Ja. Hast du es wieder selber gesprochen? Du machst es ja auch immer. Ich mach alles selber. Alles immer selber. 100%. Machst du es wirklich? Da gibt es diesen eine Track auf Alpha Gene 1, das Star. Nicht da, wo du, ey, guck mal, manche werden reich geboren. Ich hab doch diese Trilogie. Mhm. Vom Star zum Dealer, vorher ist ja dieser Dealer-Skit und danach ist Star Afternoon. Mhm. Das ist ja wie so eine kleine Trilogie. Und das habe ich jetzt fortgeführt. Der kleine Junge ist natürlich auch ein bisschen gealtert. Der ist jetzt mittlerweile auch, ja, der hat sich so ein bisschen am Boss orientiert, hat auch sein Buch gelesen, das ist Alpha, die 10 Boss-Gesetze und so weiter. Ich will nicht zu viel spoilern, aber es ist so ein bisschen Humor, der jetzt hier reinkommt. Von Star zu Dealer ist der Nachfolgesong von diesem Song, auch so ein ähnlicher Beat, also komplett auf, ja, absolut auf nice. Oldschool. Ne? Da hast du schon mal die Oldschool-Fraktion zu 100%ig erfüllt. Stonehenge ist so ein Ding, boah, Asche, wie kann man das denn jetzt beschreiben? In die Fratz. Absolut. In die Fratz. Durchgehend in die richtig Fratz. In die Fratz, aber eher der aber neue Kollege. Los. Nervt dich das, wenn man neue Kollege sagt? Ich störe den Kollegen. Es gibt da keinen neuen Kollege. Auch wenn ich das immer gehört habe, er hat gelabert wegen Autotune oder so. Ich habe Autotune gemacht. Das erste Mal auf der Juice-CD 2007 mit dem Track Bodyguard. Mit San Diego damals. Da war ich doch der Erste, der Autotune benutzt. Ey, bitte, ich brauche keine Bodyguards. Was denkst du, mit wem du hier redest? Das war der. 2008 kam das Kollege-Album. Da war auch bestimmt die Hälfte der Songs mit Autotune. Straßenapotheker, Herbst, da ist überall diese Melodie drin. Ich habe Autotune immer anders benutzt, als die meisten das heutzutage tun. Und das war immer ein Element auch meiner Musik. Weil ich finde, wenn du es richtig einsetzt, wenn du es gezielt einsetzt, wertet es einen Song auch auf. Hier und da. Es wird halt missbraucht. Das ist, glaube ich, das Problem. Dass es einfach von vielen, die eigentlich nichts drauf haben, missbraucht wird. Ja, ich sag's ja. Ja, und dadurch entsteht ja dann immer so ein Grundhate. Ja. Der ist ja eigentlich nicht... Ich habe es eigentlich letztes Jahr auf meinem Song Gospel ganz gut metaphorisiert, wo ich gesagt habe, Autotune ist eine Bitch, die für Rapper ackert, für Rapper, die weder, ne, noch, wo kein Talent oder Message da war. Und ich komme dann an und nehme die Bitch, aber wenn ich die rausschicke, dann sieht die aus wie Prinzessin Diana und bla bla bla. Es ist einfach die Frage, wie setzt du es ein? So, da muss sich auch der ein oder andere zugeknöpfte Oldschool-Fan mal ein bisschen locker machen und locker durch die Hose atmen und sagen, komm, ballert. Das heißt, da werde ich mir Mühe geben. Das heißt, die erste Hälfte des Albums ist eigentlich klassischer Kollege.
dann geht es so ein bisschen realtalkiger zu, dann geht es wieder ein bisschen aggressiver zu und dann wird es auch immer futuristischer vom Soundbild her. Bis zum Outro, das Outro muss ich nichts zu sagen. Mir ist das wieder legendär, weil das alphagene Outro, das erste, ey, das ist halt zu krass. Ich würde kein Outro machen, wenn es nicht absolut episch würde. Die Epicness ist hier sichergestellt worden. Das Outro ist wirklich alles. Mega. Das ist der Übershit. Wie Fliegenschwärme. Ja, wenn man das Outro von alphagene, das ist halt abnormal. Ja, natürlich. Das ist ja ein Anspruch, den will ich zumindest erfüllen. Das ist so, ich meine, ich bin halt diese Frage stellen immer so, die geht mir ja schon auf den Sack und ich kriege sie wahrscheinlich nicht annähernd so oft gestellt wie du. Aber wenn du jetzt so, ich meine, du hast natürlich kein Rezept, wie beim Textschreiben vorgehst oder so. Wahrscheinlich hast du auch diesen Grundintellekt und diesen Wortschatz, dass dir das alles etwas leichter fällt. Ja? Aber wenn du jetzt hier ein Beat hören würdest, so, was wären deine Gedankengänge? Könntest du das irgendwie in Worte fassen? Oder, du meinst jetzt, wie ich Texte schreibe? Ja, wie du auf diese ganzen Redewendungen kommst. Frag den Asche. Ich nenne dir ein Beispiel. Dieser Song Odin, von dem wir gerade gesprochen haben, den er vorgelesen hat. Ich saß mit dem Alex Dehn von Gorex, wir saßen im Studio und der Beat entstand und wir haben ihm den Beat gezeigt und der ist gerade entstehen gewesen. Das Sample lief, die ersten Drums gingen rein. Ich bin kurz zu Rewe gegangen, glaube ich. Ich bin kurz weggegangen, ich bin einkaufen gekommen, ich kam wieder, der sagt so, der Song ist fertig. Und der Song, das sind Bars, das sind 32 Bars, was ist das? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein paar Minuten lang durchgespittet. Halbe Stunde. Aber hast du das auch noch, wenn du zum Beispiel so Zeilen wie zum Drehen meines Plans lasse ich Diener beauftragen, wie Harry Potter oder weiß ich gar nicht mehr genau, wie du meinst, so diese richtig krassen Ecken. Oder du jagst dem allgemeinen Männern nach wie Luke Skywalker fährst du Clown aus der Haut wie angreifende Löwen. Aber der haut das den ganzen Tag sowas raus. Ja. Aber nichts. Hast du noch diesen Moment, dass du da sitzt und denkst, ja Alter, die war krass die Zeit? Ja, natürlich. Ja, oder? Das Ding ist, ich weiß ja nicht, woher das kommt. Also es ist wirklich so, das ist kein Gelaber. Ich setze mich hin, mit dem Handy meistens, im Studio, der Beat läuft und ich tippe halt einfach runter. So, das ist ein automatisierter Prozess, wenn man so will. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber manchmal ist da so eine Zeile dabei, wo ich dann selber da sitze und einfach nur grinse, weil ich weiß, ich habe wieder alle gefickt. Auf offenes Verdeck ist so eine Zeile drin. Oftmals sind solche Zeilen ja so Spitz. Ja? Ja. Spitz hat man das immer genannt. Ich nenne das aber, Homophone. Für mich sind das Splits. Splits? Ja, ich nenne das immer Splits. Warum Splits? Ja, aber warum denn Spitz? Weil Spit heißt Spucken und Splitten ist Split machen. Das musst du aber als Oldschooler wissen, dass das von dem Track Bitte Splitte mit Savage. Von Ecke und Savage kam. Die haben das so ein bisschen etabliert. Ja. Man weiß, was gemeint ist. Und es gab so ein paar epische Spits von mir, à la Christian Dior, du Christian Dior. Oder der Boss hat sächsischen Dialekt und wir wissen alle, wie es weitergeht. Ja. Also auf dem Niveau muss meiner Meinung nach immer mindestens einer auf dem Album drauf sein. Das ist jetzt mein Anspruch. Und du brauchst natürlich auch immer im Outro so eine Line, die wortspieltechnisch einfach nochmal way above ist. Ja, dann hau mal raus. Willst du die jetzt spoilern? Nee, die spoiler ich nicht. Sehe ich überhaupt nicht ein. Ich muss auch was verdienen mit der Scheiße. Hört es euch doch an. Ja, richtig. Ist das jetzt eigentlich für meinen Kanal oder für welchen? Ist es für meinen Kanal? Absolut. Ja, Jiggy ist hier unvorbereitet hier angetan. Also stimmt doch nicht, Boss. Wir pranken den hier irgendwie weg und wollen ihn ficken mit seiner Paranoia wieder. Was passiert? Ich pack mal einen Kameramann den Film Phil hier aus. Film, sag ich schon. Hallo, Film. Und sag ihm, komm, du filmst das jetzt einfach und wir schicken dir das rüber. Ich lädst es einfach hoch auf deinem Kanal. Das ist absolut, also wirklich so, wahr. Das ist für mich, es fühlt sich wirklich an wie ein kleines Live-Go. Das ist abnormal krass. Lass mich kurz diese Marktschreierei zu Ende führen. Ja, mach das sehr gerne. Ich will dich gar nicht unterbrechen. Hier, Ghetto Klemmer, das ist die EP, die dann wirklich jeden Zweifler, der gesagt hat, okay, da ist jetzt mehr eine Zeile zu viel Autotune am Ende drauf. Hier, nochmal 5 Tracks in die Fratz. Oldschool Nostalgie. Und dann hast du hier noch was du wirklich mal... Der Boss, das hört ja gar nicht mehr auf. Das kannst du dir natürlich... Der ist der Gönner auf der Boss. Gönner auf der Boss. Das ist was für ein Jiggy, denke ich. Ja. Wo er sich gut und gerne mal. Das ist ja ein Bild von einem Mann. Das ist der neue Hintergrund, wenn er jetzt seine Videos macht. Das könnte man schön im Hintergrund. Ne? Das könnte man schön da rein tracken. Ja. Ich sag ja immer, die meisten Deutschrapper sind wie das Poster von Kollega. Ganz schön hängen geblieben. So, genug der Albernheit. Da ist aber noch was drin. Ist da noch was drin? Ja, da ist noch was. Transformation lese ich da. Ja, das ist einfach nochmal hier so ein Gönjamin-Flyer mit so ein paar Rabattcodes. Da kannst du nochmal hier einen in den Schnapper machen. Anhand meines Body-Mass-Indexes würdest du mir die Boss-Transformation empfehlen? Naja, ist aber höchste Zeit bei dir, oder?
ich esse zu viel McDouble Burger und habe deswegen einen Speckspabbelkörper. Den habe ich vor dir. An der Stelle muss ich eine Line spoilern. Sogenannte Gangster-Rapper mit Körperbau mit bei McDonald's haben seit neuestem auch noch Age auf Tasche wie Hermes Models. Wir brauchen ein bisschen. Age, ja, das Hermes, ja. Auf Tasche, Logo, H. HMS. Age auf Tasche. Also. Du bist nicht der Modefreak vom Dienst. Nee, aber die Sache ist auch, das ist Hermes-Versand, oder was? Das ist so ein abnormaler Druck jetzt. Ich muss jetzt die Zeile verstehen. So. Das ist so, weil, kennst du das nicht? Das habe ich in meinen Reactions auch immer, dass ich die Zeilen dann verstehen muss. Ja, safe, Bruder. Also ich manchmal fand ich selber nicht, was ich da habe. Powerbanks und Stick ist auch noch drin. In 250 der Boxen habe ich eine Powerbank, also mit dem Alpha-Logo und allem schön, schön customized, habe ich noch reingeballert in 250 ausgewählte, zufällig ausgewählte Boxen. Plus in einer der Boxen ist noch ein USB-Stick drin mit einem Beat der Alpha Gene 2 Sessions. Wer den Stick in seiner Box hat, der kommt zu uns und wir machen aus dir einen Rapper. So, dann haben wir aber auch das Thema mal durch. Die Werbung ist hiermit beendet. Das ist aber auch ein großes Paket. Ja, und es sieht vor allem auch sehr schön aus. Du kannst es dir halt wie so eine Herr-der-Ringe-Trilogie wunderbar ins Bücherregal auch stellen. Und wenn du das ein bisschen anleuchtest. Als, genau. Das habe ich in der Story schon gesehen. Ja. Das wollte ich jetzt auch noch fragen. Ja. Du legst die Box. Guck mal. Bevor du pennen gehst, halbe Stunde ein bisschen lesen, machst die Leselampe an, lässt sich auf die Box scheinen. Dann knippst das Lichtchen aus, stellst dir die Box hin und der Thron fluoresziert dich durch die Nacht. Das ist ja toll. Nee, wirklich, das ist ja geil. Das ist super geil, oder nicht? Ist das meine Box? Sonst, was geht bei dir? Ja, jetzt bin ich hier. Ich bin jetzt hier und ich wollte noch über einen Track mit dir reden, der mich auch so begeistert hat. Und zwar MTV Cribs. Jetzt sag doch mal ehrlich, der den Scheiß MTV Cribs würdig. Ich kann das nicht hören, ohne mich einzupissen. Leider wurde die Reaction gesperrt. Ich habe in meinem Leben noch nie Props gekriegt für diesen Song. Das ist einer der krassesten. Das ist ein Humor und eine Genialität in der Lyrik kaum noch zu übertreffen. Es ist wirklich wahr, diese Arroganz, die da drin steckt, das ist das ist Kino, Alter. Das ist Kino, wenn du das hörst, das ist zu krass. Kennst du MTV Cribs? Ja. Das ist zu krass. Das war Hotel 3, glaube ich, gewesen, ja. Monument. Ach, wo du mit den Leuten durch dein Anwesen läufst? Ja, der ist krass. Ja. Da ist diese eine Zeile, Boss, wieso kein Pool in diesem prächtigen Garten? Ja, Mois, du stehst drin, ist nur Apple gerade. Und ich denke so, was? Guck mal diesen Wohnzimmerschrank, das Teil hat man früher einmal Amazonas genannt. Ey, es ist diese derartige, übertriebene Arroganz, ja, Alter, dass ich mir so denke, ey, zu lustig. Was liegt bei dir so an, Jiggy, zurzeit? Bei mir, einiges. Ja, also Twitch läuft echt gut. Twitch mache ich ja viel im Moment. Ja. YouTube. Kann man mit diesem Twitch eigentlich Geld verdienen? Mehr als mit YouTube. Was machst du denn da so? Ich gehe jeden Freitag um 14 Uhr live und ziehe mir die Releases rein und. Das hängt aber davon ab, ob die Leute den Gönnermir machen und dir was spenden. Das sind so die Einnahmen bei Twitch. Genau, das sind die Einnahmen, ob die bei dir subscriben oder ob die donaten. Dann kannst du auch noch Werbung schalten. Stabil. Ja, meistens ist halt ist wirklich oft so, dass die auf YouTube dann alles urheberrechtlich geschützt ist, weißt du? Ja. Aber das ist trotzdem, ich meine, es ist halt trotzdem gut um deine eigenen Produkte. Ich habe ein Rap-Tutorial gemacht, was ich immer wieder vermarkten kann, so, was ich immer wieder anbringen kann. So. Ja, habe ich Mucke, gesehen. Mucke mache ich auch halt viel. Jetzt nächstes Jahr wollen wir jeden Monat am 1. einen neuen Track raushauen. Wir haben jetzt schon 4 Videos fertig, so ist abnormal. Ich war jetzt auch in Berlin, da Videos gedreht. Habe ich mit Savas getroffen, auch abnormal krass für mich. Der übrigens auch eine Zeile von dem Du hast doch einen ähnlichen Style wie der Savas, ja? Das sagen mir viele. Absicht oder nicht? Nee, wirklich keine Absicht so. Keine Absicht so. Das heißt, meine Körperform, ich muss mir diesen Bart wachsen lassen. Ansonsten ja, aber auch die Mütze und so, ne? Ist das ein bisschen Savas-Style? Ja, es ist etwas Savas-esque, aber das ist ja nicht schlecht, das ist im Gegenteil. Nein, im Gegenteil, ja. Jetzt will Cool Savas ein Feature, um sagen zu können, dass er die Nummer 1 kennt, wie ein Supermarktkassierer. Ach, wir haben uns über die Jahre immer mal wieder hin und her gestichelt, Savas und ich, aber mittlerweile verstehen wir uns blenden. Ich habe letztens auch geschrieben mit ihm. Also schöne Grüße gehen raus an Savas. Einer der stabilsten, die ich kennengelernt habe in diesem Business. Wirklich. Ich habe noch nicht so viele kennengelernt, aber ich muss auch sagen, dass er auch direkt komplett korrekt war. Man merkt es halt so bei Leuten. Es gibt so Leute, die kommen irgendwie ein bisschen von oben herab oder so oder denken, weiß Gott, was sie wären. Mhm. Und er war komplett. Savas war, glaube ich, der erste Rapper, den ich auf Deutsch wirklich gehört habe und gefeiert habe, ja? Was hast du, also diese Lutsch mein Schwanzschiene, warst du schon da am Start, wo diese ganze Pimple-Gürne, ja, genau. Das war's, wo der einer so gerappt hat, ich dachte, was ist das denn, Alter?
Ja, was ist das? Kann so? Man sich ja anhören, ja? Auf Deutsch. Ja, ich hab ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich, während ich mit dir rede, gell, hab ich die ganze Zeit im Hinterkopf so, was hast du in der Reaction? Das klären wir gleich. Was hast du in der Reaction? Gleich, ich muss die Kamera mal kurz rausnehmen, Alter. Was? Aber ich meine. Ja, aber ich glaube, du hast nichts. Ich hab irgendwie die Reaction in Erinnerung, aber du hast nicht gehatet, Alter. Du hast gesagt, du hast was anderes erwartet. Wenn, dann hab ich die Thematik, über die ihr in dem Track gerappt habt, gehatet. Dass ich so denke, ah, immer das Gleiche, ja, hart, Maschinengewehr oder weiß ich nicht, was ihr da so. Wenn dann so. Aber dein Rap-Style habe ich bestimmt nicht an. Da bin ich mir relativ sicher, dass ich den nicht angegreift habe. Relativ, ja. Alter, das könnte ja nach hinten losgehen, so wie Michael Jackson bei Moonwalk. Hast du den schon? Das checken wir gleich ab. Das war. Er guckt jetzt halt gerade rein. Den bringst du aber oft, ne? Den habe ich aber als erstes gebracht. Den ich bring viele. Fenster. Ich bring viele, ja. Aber das ist ja, du hast es ja wirklich auf dem Schirm, so wie Regentropfen bei Niederschlag. Doch, das geht nach hinten los wie Moonwalk-Tänzer, ja. Denn du siehst den Boss mit dicken Ringen, so wie ein Zoom-Kämpfer. Ja, das ist viel, das kommt dann halt einfach so automatisch raus. Noch eine Sache, was wollte ich denn so fragen? Genau, das ist so, du hast keine Interviews, ich meine, das ist für mich auch die absolute Ehre, dass du keine Interviews im Moment machst. Ich habe eins gemacht. Mit Marvin California. Ja. Grüße an Marvin. Grüße, gehen raus. An Marv. Und ja, jetzt, du hast ja gesagt, komm vorbei, vielleicht machen wir einen Talk. Mhm. Das finde ich jetzt auch statt, das ist natürlich auch komplett ehrenhaft, so muss man einfach sagen. Spontane Geschichte, du hast ja nichts vorbereitet. Haben deine Zuschauer irgendwelche Fragen noch? Ich habe überhaupt nichts gefragt. Hast du nicht in der Ansage gemacht? Nee, ich habe jetzt überhaupt keine, aber die können, also... Die fragen viel nach Sunny, ganz bestimmt. Ja, würdest du was zu Sunny sagen wollen? Zu dem Thema sage ich ja nichts. Okay. Darf ich dich kurz filmen und sagen, hier, Kollege der Boss, absolut am Start? So, Freunde, unglaublich, aber war Kollege der absolute Überboss sitzt mir gegenüber. Wenn ihr Fragen an ihm habt, wir sitzen hier gerade zusammen hier in einem Talk. Sprachfehlerpatient, schreibt hier raus, rein und... Alter, nein, ich hab's verkackt! War doch geil. Wie ist das denn so bei dir, wenn die Frage wird schon einfach nur um dir sie gestellt zu haben, ne? Wenn ich stell dir mal vor, du willst jetzt von mir irgendeinen Song oder ich würde dir jetzt einfach mal sowas schicken, ne? Und das geht ja natürlich auch im Sack, kenne ich auch, man will nicht immer geschickt bekommen, das nervt einfach irgendwann. Ich würde dir jetzt einen Track schicken und du würdest sagen, Alter, das ist echt krass, halt, ne? Das ist wirklich krass, ne? Würdest du mit Leuten wie mir Feature machen? Ich mache generell keine Features mehr. Also ich habe noch ein paar gemacht, die sind eingetütet, aber ich werde mich erstmal so ein bisschen zurückziehen wie vor heute. Und was hast du noch so vor heute? Ich zieh mich zurück, so wie vor heute. Okay, ja, verstehe ich. Muss ich aber gefragt haben, ansonsten hätte ich es bereut, wenn ich es nicht gefragt hätte. Ja, safe, das ist klar. Aber, Bro, du machst das Ding aber alleine. Meinst du? 100%. Aber ich bin schon 30. Mach dir keinen Druck, Mann. 30 ist noch ein junges Alter. Weißt du, wann ich durch die Decke gegangen bin, die Feuerwehrleiter? Das war mit 28, 29 erst. Ich hab gelernt, der allergrößte Schmerz geht auch hinüber. Ui. Komm, reiß mir ein Bein aus, doch ich laufe weiter. Tausend Füßler. Ich seh, du läufst gern rum mit ner Schlaghose. Da werd ich intolerant, auch ohne Laktose. Ich lauf und ich kämpf, trotz den Scheren in der Optik. Und zieh mir nen Kondom über den Schädel wegen Kopfhick. Wenn mir noch ein Rapper erzählen will, dass er hart wäre, fahr ich mit nem Dampfer über seine Privatsphäre. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Sie trägt die Nikes. Ja, ja, sie weiß ganz genau, dass sie heiß ist. Sie trägt die Nikes, ja, ja. Ich sag einfach, was ich denke und bis jetzt hat mich das komplett vorangebracht. So. Ja, das ist immer das Beste. Ich sag einfach, was ich denke. Und es hat nichts Persönliches zu tun, wenn ich bei dir sage, ey, ich feiere diesen Rap-Net, dann ist es, hat es nichts damit zu tun. Mann. Dann ist es einfach, weil ich aus der alten Schiene komme. Guck mal, wir haben das nicht nötig, dass uns jemand Zucker in den Arsch bläst, wenn er das nicht feiert. Wir wollen keine Heuchlerei. Wir wollen Ehrlichkeit. Und es ist völlig normal für einen Künstler, dass manche Leute das fühlen, was er gerade macht, und manche halt nicht. Du musst auch mal gewisse Dinge mehr feiern als andere Facetten. Und wenn du ein facettenreicher Künstler bist, der auch wie ich jetzt gerade in den letzten Jahren mehr und mehr von seinem, ja, von dem, was so in seinem Leben abgeht, in die Musik einfließen lässt, dann kriegt die Musik zwar vielleicht ein bisschen für diese Hardcore-Punchline-Fans weniger, hat ein bisschen weniger Entertainment-Faktor, aber das ist trotzdem das, was mir meine Eier als Musiker sagen, genau, in dem Moment. Und das ist für mich langfristig wertvoller, wenn du ein Stück Musikgeschichte hast, was auf einer Lebensphase beruht, die Gefühle transportiert, die wie so ein Ausschnitt aus deinem Leben in komprimierter musikalischer Form ist. Weil mit der Musik kannst du ja Gefühle so ausdrücken wie durch sonst nichts anderes. Mhm. Nicht mal ein Film kann so viele Gefühle ausdrücken. Und das ist für mich immer noch als Musiker auch eine Art der Selbsttherapie. Gerade in diesem Jahr war das Album, was ich gemacht habe, für mich wie
wie wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst und unheimlich viel Gegenwind hast, viele Feinde. Manches hat man mitbekommen, aber vieles auch gar nicht. Gut, dass du es ansprichst, weil ich war nicht sicher, ob ich es ansprechen kann, so dein letztes Jahr mit dem Shitstorm und Gegenwind. Guck mal, wir können über alles reden. So. Ich war mir nicht sicher. Ich bin heute ein offenes Buch und ich bin nicht so der Mensch, der über sowas, was aus dem privaten Umfeld irgendwie schiefläuft, in die Öffentlichkeit gern trägt. So, ne? In einem Interview zumindest. Aber ich habe es ins Album einfließen lassen. Ein paar Dinge mussten da angesprochen werden. Und so ist die Musik für mich auch ein Mittel zur Verarbeitung gewisser Dinge. Es klingt vielleicht so ein bisschen, es soll gar nicht Selbstmitleid. Nee, aber das ist doch voll normal, das ist doch voll geil. Oder rumjammernd klingen. Wenn es nach mir geht, würde ich Zuhörter Tape 6, 7, 8, 9, 10 machen. Wenn alles cool läuft. So, ich chill auf den Bahamas, habe keine Probleme, habe meine Mios gesichert. Aber ich habe ja über den Lauf, können wir ein bisschen Ruhe reinbringen, bitte, Bruder? Das ist ein bisschen stressig gerade, dafür, weil ich gerade diesen deepen Talk jetzt hier habe. Und yes. Das Ding ist halt einfach, manchmal hast du lockere Phasen und dann machst du mal ein Zuhörter Tape 4, machst ein geiles Entertainment-Album damit und ich höre mir es auch sehr, 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 sehr gerne an. Ich peile auch komplett, was Oldschool-Fans meinen, wenn sie sagen, der Boss soll einfach arrogant, laidback, über allem schwebend, über die Beats schlendern und lyrisch alle wegwichsen. So, ich verstehe das komplett. Aber das ist nicht alles, was ich mit der Musik ausdrücken will. Das ist ein Teil. Und so ist es nun mal eben, wenn du ein Künstler bist wie ich, der über die Jahre auch zu einem facettenreichen Typen einfach herangereift ist. Auch dadurch, dass das Leben, was du führst, immer auch zu einem gewissen Teil in der Öffentlichkeit stattfindet. Dass Dinge, die in deinem Alltag abgehen, viele Leute mitbekommen. Sich darüber ein Urteil machen. Oder wie soll ich es ausdrücken? Am besten gar nicht. Naja, aber wie gab es diese Punkte, wo du gemerkt hast, ey, das wird mir gerade alles zu viel? Da war dieses, ich weiß seinen Namen, Dirk Reuter, heißt er Dirk Reuter? Nee, wie heißt der Typ? Wo dieser Shitstorm, wo das dann losging, wo du gemerkt hast, alles, jetzt kriege ich Gegenwind. Das war ja so mit das erste Mal so richtig Gegenwind, Shitstorm. Ich bin mit Shitstorms gestartet. Mein erster Shitstorm war, als ich das erste Mal live auf der Bühne stand. Ach, stimmt, mit dem Mike, okay, mit dem Mike. Ich hab Shitstorms ohne Ende gehabt. Was mir alles vorgeworfen worden ist, grundsätzlich mal eine absolute Unauthentizität. Aber damals warst du noch nicht so groß. Du bist einer der, wenn nicht der größte Rapper im Land. Trotzdem. Du siehst das ja aus deiner Perspektive nie im Vergleich mit einem größeren oder einem kleineren. Du siehst halt immer nur so deine Welt. Deine Probleme sind für dich immer die relevantesten, die du gerade hast. Ob da jetzt Kinder in Afrika gerade parallel sterben oder in China irgendwelche Kinder einen Sack Reis zusammennähen müssen für 2 Cent, das juckt dich doch nicht wirklich, wenn du deine eigenen Probleme hast. Und wenn du mit sowas aufwächst, mit Gegenwind, auch schon vor der Musikkarriere, macht dir das auch nichts aus. Aber die Musik ist etwas, was du dann als Waffe einsetzen kannst und wie gesagt als Mittel zur Verarbeitung. Und das ist mit dem Album passiert und vielleicht ja auf jeden Fall intensiver als je zuvor. Und dieses Album deckt, glaube ich, so alle Grautöne des Spektrums von Kollega dem Überboss ab. Und war es nicht so, hast du bei Alpha Gene nicht so das Gefühl gehabt, okay, die wollen jetzt alle durch, so wie früher Rap, so wie bei Alpha Gene, dann hau ich mal Alpha Gene 2 raus. Das oder? Ich weiß genau, was die Leute wollen. Guck mal, wenn wir es mal auf den Punkt bringen. Alpha Gene 1, guckst du dir die Tracklist an, klar sind da so ein paar Songs drauf, die haben die Streicherbeats, die haben diese düstere Atmosphäre und die haben einfach nur die Punchlines und den Laidback-Flow. Aber das sind ja lange nicht alle. Trotzdem glaube ich, dass, obwohl da Songs drauf sind wie Alles, was ich habe, ein Song für meine Eltern, mega zusammen mit nice. Stiefvater und meine Mutter. Obwohl da ein Song drauf ist wie Einzelkämpfer, der absolut nichts mit dem Boss zu tun hat, den sich gerade vermeintlich die Hardcore-Fans wünschen. Oder ein Song wie Sie hassen uns. Aber Toni. Umso mehr Gewicht hatten diese Songs für mich, weil gerade Alles, was ich habe, fand ich... Das ist der Punkt. Ja, weil so gar nicht in deinen Charakterzug so reingepasst hat. Ja. Und wenn da so jemand wie du das gemacht hat... Damit sagst du selber, dass man doch eigentlich gar nicht das so mit Alpha Gene identifizieren konnte, diesen Song. Naja, aber das war ja sehr persönlich. Alpha Gene war ja ein Wald, das war ja dieser arrogante, fliegende Wald. Aber eben nicht nur. Und ich glaube, es ist so in der heutigen Wahrnehmung des Fans so ein bisschen verschwommen, dass man einfach denkt, Alpha Gene ist
wie der Hauptsong Alpha Gene. Das ist Alpha Gene 2. Eigentlich ist es so, dass Alpha Gene 2 wie ein, ja, wie ein stimmiges Sequel einfach ist und viele Dinge einfach aufgreift, weil ähnliche Situationen waren, nur in kleinerem Maßstab. Das, was du eben gesagt hast, ja, du warst ja noch nicht so groß. Absolut richtig, 2007 war ich noch nicht groß. Aber trotzdem haben mich ja meine Herausforderungen beschäftigt. So wie dich deine Herausforderungen auch beschäftigen. Wo du deinen Kopf machst, wie wird mein Rap-Tutorial ankommen? Jetzt habe ich da viel Arbeit reingesteckt, kauft's einer. Was brauche ich für einen Output? Ich muss einmal im Monat ein Song bleiben, damit ich aktuell bleibe. Solche Gedanken hast du ja immer. Du willst ja vorankommen. Ne? Du hast deine eigenen Probleme. So. Und das sind für dich die relevantesten. Und das war halt bei Alpha Gene 1 was anderes als bei Alpha Gene 2. Die Probleme sind von außen gesehen oder die Herausforderungen vielleicht größer oder auch die Geschehnisse. Aber es ist immer noch so dieselbe Geisteshaltung dahinter, wie man damit umgeht. Das heißt, es gibt so Songs, die entsprechen zum Beispiel einem Einzelkämpfer-Song. Einzelkämpfer ist ein Song, der war damals ein selbsttherapeutischer Song. Und ich habe das aber auch schon bei... Sorry. Ganz kurz zu Einzelkämpfer noch, weil das ist ein Song, den habe ich aufgenommen und danach nie wieder in meinem Leben gehört. Alles, was ich habe, ist ein Song, den habe ich in meinem Leben nach der Aufnahme nie wieder gehört. Warum? Weil diese Songs so viel Gefühl transportiert haben, dass ich mich wegcringe, wenn ich das selber höre. Also die Spalle jetzt dann wirklich weg. Weil die zu real sind für mich. Und wie ist bei einem Track bei beispielsweise Sommer auf Boss der Bosse? Und es ist Sommer. Das Leben ist kein Geschenk, es ist ja ein Test, dieses graue Leben heißt. Kann ich mir auch nicht oft geben. Aber das ist Herz, das rührt mich wie My Heart Will Go On von Celine Dion bei anderen Leuten, die das. Ja. Nee, das rührt mich wirklich so. Ja. Ich kann das auch nicht hören, weil es mich rührt. Und du hast es geschrieben, natürlich hast du eine ganz andere emotionale Bindung dazu. Mhm. Ja, das war auch eine meiner dunkelsten Zeiten, wo ich Sommer geschrieben habe. Das habe ich in Frankfurt hier um die Ecke geschrieben. 2006 im Hotel habe ich gearbeitet am Hauptbahnhof und habe dann so mit so einer gelben Jacke Leute zum Bus gesammelt und nebenbei noch ein paar Drogengeschäftchen gemacht, war selber voll drauf, hatte gerade irgendwie Schluss mit einer Freundin und einen riesen Schuldenberg angehäuft in jungem Alter und noch tausend andere Problemchen. Es war wirklich so ein Tag, wo du denkst, boah, jetzt bist du am Boden. Komplett. Schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Mhm. Und das waren immer so Momente, da habe ich besondere Songs gemacht, aus meiner Sicht. Ich kann mir die nicht so oft anhören, weil ich versuche immer, sowas einfach abzublocken. Ich bin immer so, ich hau mir dann selber an die Fratze und stehe wieder auf und marschiere weiter. So behindert und klischeehaft und rockyhaft das klingt, aber so kommst du halt durchs Leben. Ist für mich aber nicht der richtige Weg. Für mich ist eigentlich immer die Konfrontation der bessere Weg. Also natürlich hat da jeder andere Ansichten. Aber für mich, ich denke immer, das ist geile, wenn man sich konfrontiert mit Dingen. Eigentlich müsste es... Oh Gott, ich habe den Boss wieder... Ich meinst, nein, es ist nur meine Meinung, oder? Nein, um Gottes Willen. Weil ich denke immer, wenn mich was lockt oder wenn mich was irgendwie triggert, ne, und ich merke, ich zerbreche bei einem Song, dann muss ich ihn eigentlich so lang, oder muss ich ihn so lang anhören, bis ich merke, so, jetzt bin ich cool damit. Das ist wie eine Depression. Eine Depression, der einzige Weg durch eine Depression ist durch die Depression. Ja, aber ich mache es halt so, dass ich den Song schreibe, aufnehme und dann habe ich das damit erfüllt. Ja. So, ja, und dann ist abgehakt. Das ist wie, als ob du sagst, wenn du schlägst dein K.O. und musst noch 20 Mal auf ihn draufhauen, bis der wirklich tot ist. Ja. Ja. Mach drauf. Hau ihn K.O., lass ihn liegen, ist okay. So, wenn solche Punkte kommen im Leben, dann machst du den Song und dann steht er da und er erinnert dich immer auch wieder daran, wie schlecht es dir mal ging. Ja? Mhm. Das ist ja viel lebhafter und lebendiger im Kopf als einfach nur die Erinnerung. Und wie oft denkst du so zurück? Ich meine, du sagst ja, oder wann war so der Punkt, wo du, oder wie oft hast du den Punkt, dass du dir denkst, Alter, guck mal, wer ich bin. Wie, guck mal, was ich hab. Wie siehst du grinst? Aber nein, guck mal, was ich hab, wer ich bin. Ich bin jeden Tag dankbar dafür. Ich versuche mich jeden Tag dran zu erinnern, wo ich mal gestartet bin. Ich versuche mich jeden Morgen an die dunkelsten Zeiten zu erinnern. Und dann ist egal, was gerade auch anliegt oder was für Stress oder was für Probleme gerade sind, dann ist das nur halb so schlimm. Gab es diese Momente, wo du so gemerkt hast, Alter, ich bin wirklich krasser als alle? Oder wie? Ja, ja, klar. Das habe ich sehr früh gemerkt. Weil in der RBA und so teilweise wirklich, ich sag dir ohne Spaß, von diesen 50 Minutes to Fame, ich rock dir hier am Stück alle durch. Weil das, ich mein's ernst, das ist nicht nur einfach eine blumige Fangelaberei, ich rapp dir die durch, Alter, das ist so krass gewesen, ich hab das gehört, ein Kumpel von mir hat mir das gezeigt, gerade beim Bongraum und so, was man alles macht, und ich war immer schon so der Hater, so an mich, nein, Savage, Optik, so, Rest, das gebe ich mir nicht, ne, dann hat er mir gesagt, hör dir mal diesen Kollegen an, so, ich sag, zeig halt her, und ich dachte mir so, Alter, das ist so, ich dachte, das kann nicht sein, so, und
Wie hast du mit diesen Reimen angefangen? So, wie hast du dich daran getastet? Weil irgendwann musst du ja, man reimt ja nicht einfach mal fünfsilbig. Du musst es ja irgendwo aufgeschnappt haben oder... Nee, das ist ja das Ding. Sonst wäre es ja nicht mein eigenes Trademark auch. Wenn ich es von irgendwo geklaut hätte, dann wäre ich ja auch nur eine Kopie. Aber das war... Du kannst sowas nicht wirklich definieren oder beschreiben, wie sowas entsteht. Sowas entsteht einfach. Das geht einfach aus der Hand raus. So, das ist eine Gefühlssache. Das ist einfach mein persönliches Empfinden von ästhetischer Reimtechnik gewesen, was ich dann einfach entwickelt habe. So, natürlich war mir klar, nach dem ersten Song war mir schon klar, dass ich über allem schwebe. Ja, es ist wirklich in der Tat so gewesen. Und das ist auch immer noch so. Ja, natürlich. Das wird auch immer so sein. Ja. Und damit beenden wir das Interview. Nee, ja. Wir müssen jetzt kurze Pause machen. Wir können nachher noch ein bisschen weiter quatschen, wenn du Bock hast. Ja. Jetzt sind nämlich 200 VIP-Gäste da und die muss ich mal begrüßen gehen. Wenn du Bock hast, kommst du mit. Ich komm gern mit. Cool. Ich komm gern mit, aber ohne mich da jetzt irgendwie aufdrängen zu wollen. Nein, chill ein bisschen mit uns, mit den Fans. Cool. Okay, vielen Dank für das Erste. Yes, yo, absolute Ehre. Nice. Absolute Ehre. Danke euch zwei.